Hallo und schönen guten Tag an alle Mathematikinteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 482. Video. Heute geht es erneut um ein Beispiel der sogenannten echten Substitution. Das heißt, man soll das Integral einer Funktion bestimmen, bei der es im Prinzip um eine ineinander geschachtelte Funktion geht und erstens und zweitens die Ableitung bis auf eine Konstante nicht multiplikativ davor steht. Seht an diesem Beispiel, 1 durch 1 plus x² ist ja schreibbar als 1 plus x² in Klammern hoch minus 1. Und die Ableitung der Funktion, die in der Klammer steht, nämlich 1 plus x² ist ja 2x. Und die steht also multiplikativ nicht davor. Das heißt, man kann da nicht mit der Substitutionsregel der Differentialrechnung, die kann man nicht anwenden. Das habe ich ja vor einigen Videos vorgemacht. Die leichten Beispiele, die nur noch in den, die fast immer in den Schulbüchern stehen, sondern man muss sich hier etwas Besonderes überlegen. Da gibt es ganz vielfältige Ansätze. Bei solch einem Ausdruck, wie er hier steht, lässt man sich immer, wenn dann Quadrat steht, so ein bisschen von den trigonometrischen Funktionen inspirieren. Denn die geniale Gleichung Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1, die schwebt immer so ein bisschen in den Raum. Wenn man hier einmal bei den trigonometrischen Formeln in die Formelsammlung guckt, dann findet man irgendwo die Beziehung 1 plus Tangens Quadrat gleich 1 durch Cosinus Quadrat. Ich leite das nachher nochmal her. Und diese Substitution oder ein solches Ersetzen hat folgenden Vorteil. Ich würde nämlich hier aus dieser Funktion, die aus einer Summe besteht, und diese Summe steht auch noch im Nenner, das ist also noch schlimmer, da würde ich die Summe im Prinzip killen und ich könnte dann für 1 plus Tangens Quadrat 1 durch Cosinus Quadrat einsetzen. Der Nachteil ist, ich habe dann nochmal einen Bruch. Der zweite Vorteil wäre diese Tangensfunktion. Sinus ist ja eigentlich Sinus durch Cosinus, das heißt, diese Tangensfunktion ist so ein bisschen künstlich. Auch das verschwindet, ich könnte also den Tangens durch Cosinus ersetzen. Da lässt man sich einmal leiten. Dieses Substituieren hat auch viel mit Ausprobieren zu tun. Manche Wege führen ins mathematische Nirvana. Wir gucken uns das mal an. Also, ich hätte gerne anstatt 1 plus x² 1 plus Tangens Quadrat und deshalb substituiere ich, substituiere ich x gleich Tangens z. Wobei ich darauf achten muss, dass das z jetzt eine Funktion von x ist, denn auf der linken Seite steht ja ein x. Und ich hätte das gerne von einer Variablen abhängig, denn ich leite jetzt ab. Wenn ich x ableite, kriege ich x². Ihr seht hier unten, das ist 1. Das habe ich so ein bisschen künstlich hier mitgeschleppt. Wenn ich Tangens z ableite, geht das nach der Kettenregel. Ich muss also erstmal z von x ableiten, das ist z' von x. Und dann muss ich Tangens ableiten. Für z' von x kann ich hier einsetzen dz nach dx, das habe ich glaube ich im vorletzten Video oder im letzten vorgemacht beim Rechnen mit Differentialen. Und für Tangens setze ich einfach Sinus durch Cosinus ein. Wenn ich jetzt Sinus durch Cosinus differenziere, geht das nach der Quotientenregel, nämlich u durch v gestrichen ist gleich u'v minus u mal v' durch v². Entschuldigt, dass ich das jetzt so ein bisschen hier unordentlich mache. Also u' mal v minus u mal v', Sinus mal Cosinus minus Sinus mal minus Cosinus gibt, entschuldigt, Cosinus mal Cosinus minus Sinus mal minus Cosinus, Sinus mal minus Sinus gibt Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat im Zähler. Mein Hund nimmt gerade den Vorhang auseinander. Jetzt geht er raus, jetzt mal kann nicht mehr. Und im Nenner habe ich dann Cosinus Quadrat von z. Ich muss mal eben eine Pause machen. So, jetzt bin ich wieder da. Also, dann habe ich Sinus Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist ja 1 und ich habe 1 durch Cosinus Quadrat z. Und jetzt bringe ich das dx, darum geht es ja eigentlich, Berechnung von dx. Denn das müssen wir ja auch ersetzen. Und wenn ich jetzt mit dx multipliziere, das Rechnen mit Differentialen habe ich, glaube ich, auch vor zwei Videos erklärt, dann kriege ich dx ist gleich 1 durch Cosinus Quadrat dz. Und mit diesem Ausdruck und mit diesem hier oben gehe ich jetzt in die Substitution rein.
dann bekomme ich 1 durch 1 plus x Quadrat dx ist gleich 1 plus Tangens Quadrat z. Jetzt habe ich das hier ersetzt und das dx ersetze ich durch 1 durch Cosinus Quadrat z dz. Normalerweise muss, wenn man substituiert hat, das substituierte Integral immer einfacher sein als das Ausgangsintegral. Das kann man hier zu Recht bezweifeln. Das ist ja ein Mord, ja, das wird ja immer komplizierter. Wenn man allerdings die Nerven behält und an dieser Stelle einige algebraische Umrechnungen vornimmt, die aus der Mittelstufe sind, dann sieht man, dass dieser komplizierte Ausdruck total zusammenschmilzt. Und das geht folgendermaßen. Ich setze erst einmal für Tangens Quadrat, also für Tangens setze ich einen Sinus durch Cosinus. Das heißt, ich habe 1 plus Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat da stehen. Und das muss ich mit Cosinus Quadrat multiplizieren. Jetzt habe ich das, glaube ich, ein bisschen umständlich gerechnet. Ich habe in der Klammer, man kann auch die Klammer auflösen, ich habe in der Klammer jetzt erstmal gleichnamig gemacht, das heißt, ich habe für die 1 Cosinus Quadrat durch Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat. Ergibt Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat mal Cosinus Quadrat. Und ihr seht, da kommt tatsächlich 1 raus. Man soll es nicht glauben, ja? Also Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist ja 1 und 1 durch Cosinus Quadrat mal Cosinus Quadrat ist 1. Der Wahnsinn. Dass dieses Integral einfacher ist als das Ausgangsintegral, das wird jetzt niemand bezweifeln. So. Ja, und das Integral von 1 dz ist z plus c. Das heißt, ich habe das gelöst. Jetzt muss ich natürlich noch die Rücksubstitution machen. Ich möchte das Ergebnis ja nicht von z abhängig haben, sondern von x. Das geht über die Arcus-Tangens-Funktion einfach. Wir hatten ja Tangens z gleich x. Und wenn ich jetzt auf beiden Seiten die Arcus-Tangens-Funktion anwende, das heißt Arcus, also dann habe ich also Arcus-Tangens von z gibt z. Und auf der rechten Seite habe ich Arcus-Tangens von x, also z ist gleich Arcus-Tangens x. Also ist das gleich Arcus-Tangens von x plus c. Und jetzt wissen wir endlich, warum das Integral von 1 durch 1 plus x Quadrat Arcus-Tangens von x ist. Ja, das steht natürlich auch als Grundintegral bei den trigonometrischen Funktionen. Ja, das war ein weiteres Beispiel zur sogenannten echten Substitution, wie sie nicht mehr häufig in den Mathematikbüchern steht, aber dafür, wenn man zur Uni geht und irgendwas mit Naturwissenschaften macht, kommt das in höhere Mathematik 1, ich glaube, nach 3 Wochen oder so vor. Das muss man dann doch können. Aber es gibt, glaube ich, auch noch einige wenige Schulbücher, die das dann doch erklären und vielleicht auch fordern. Ich mache da noch ein paar Beispiele zu, noch ein paar Videos und das Ganze gipfelt dann im übernächsten oder im drittletzten Video oder im letzten Video darin, dass ich Beispiele ins Netz stelle. Schwierige Beispiele zum Knobeln. Wer da Spaß dran hat, der kann da mitmachen. Nimmt mich ins Abo, damit er die Videos nicht versäumt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.